Mesopotamien, dem Land zwischen Euphrat und Tigris, der Wiege der europäischen Kultur. 1893 taucht ein Deutscher in dieser Gegend auf. Er ist 33 Jahre alt und sollte eigentlich eine Bank erben. Max Freiherr von Oppenheim. Er hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Bei den Vereinten Nationen hatte ich einen Chef. Er kam aus Damaskus und er sprach begeistert über den Max Oppenheim. Er sagte, wenn du nach Mesopotamien kommst und du sagst, dass du Oppenheim heißt, steht dir jedes Zelt offen. Immer wieder kehrt Oppenheim zurück zu den Beduinen. Er interessiert sich für ihre Geschichte und ihr Brauchtum. Oppenheim wird zum Chronisten ihrer untergehenden Welt. 1899 hört er in ihren Zelten eine Geschichte, die sein Leben verändern wird. Leute von unserem Stamm waren auf einem Hügel in der Nähe durch Zufall auf Skulpturen gestoßen, beim Ausheben eines Grabes. Die sind dann zu meinem Großvater gelaufen und haben ihm davon berichtet. Der Baron war gerade zu Besuch und hat es mitgehört. Oppenheim ist elektrisiert und will dem Geheimnis auf den Grund gehen. Er bricht auf zum Tel Halaf, einem Hügel am Oberlauf des Chabur im heutigen Syrien. Schon nach wenigen Spatenstichen stößt Oppenheim auf die Spuren einer antiken Metropole. 12 Jahre später kehrt er zurück und lässt sie ausgraben. Oppenheims Funde gehören zu den bedeutendsten Zeugnissen der 3000 Jahre alten Kultur der Aramäer. Ein großer Teil wird nach Berlin gebracht. Im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs gehen die kostbaren Antiken scheinbar für immer verloren. Ein halbes Jahrhundert später taucht der Schatz vom Tel Halaf überraschend wieder auf. Und mit ihm die Erinnerung an seinen Entdecker, Max von Oppenheim. Man hat ein unglaubliches Glück gehabt, diese ungeheuren Sachen zu finden. Und eine unerhörte Energie auch. Der schrieb ja unentwegt, nicht wahr? Und wenn Sie das lesen, dann wird Ihnen klar, was das für Arbeit gemacht hatte. Der Mann hatte 7 verschiedene Leben gehabt, die parallel nebenher liefen. Seine wissenschaftlichen, seine politischen, seine finanziellen Angelegenheiten. Köln am Rhein, seit mehr als 200 Jahren Hauptsitz von Saal Oppenheim Junior und Sie. Die größte Privatbank Europas wurde 1789 von dem jüdischen Bankier Salomon Oppenheim gegründet. Sein Urenkel Max wird am 15. Juli 1860 in Köln geboren und getauft. Sein Vater war vor der Hochzeit zum katholischen Glauben übergetreten. Die Oppenheims zählen mittlerweile zu den wohlhabendsten Familien des Rheinlands und werden 1867 in den Adelsstand erhoben. Freiherren. Trotzdem wird Max sein Leben lang mit Vorurteilen gegen Juden kämpfen müssen. 1880 wird der Dom zu Köln vollendet. Fenster erinnern bis heute an die Stifter aus der Familie Oppenheim. Max hat im Jahr zuvor sein Abitur gemacht. Das Bankgeschäft liegt ihm nicht. Er bewirbt sich bei Reichskanzler Otto von Bismarck als Diplomat, ohne Erfolg. Ein Brief von Bismarcks Sohn, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, enthüllt die Hintergründe. Oppenheim sei abzulehnen, weil sich die übrigen Mitglieder unseres diplomatischen Korps herabgedrückt fühlen, wenn man ihnen einen Judenbengel bloß deshalb dazugesellt, weil sein Vater Geld zusammengejobbert hat. In my opinion. Meiner Meinung nach ist Baron Oppenheims Leben eine richtige Tragödie. Oder noch besser, das ist überhaupt die Tragödie des deutschen Kaiserreichs. Wie ein Mann, der so außergewöhnlich talentiert war, davon abgehalten wird, dem Kaiserreich zu dienen, nur weil sein Großvater väterlicherseits ein Jude war.
Das war der einzige verdammte Grund, warum sie ihm nicht die Möglichkeit gegeben haben, das zu tun, wonach er sich am meisten sehnte, dem Vaterland zu dienen. Oppenheim gibt nicht auf. 1883 weckt eine Reise an den Bosporus seine Leidenschaft für den Orient, den er jetzt als Entdeckungsreisender erforschen will. Noch hofft sein Vater, dass Max, der Jura studiert hat, die Bank übernimmt. 4 Jahre später bricht Oppenheim nach Marokko auf den Spuren des deutschen Afrika-Forschers Gerhard Rohlfs. Zurückgekehrt nach Deutschland, bringt er es bis zum kaiserlichen Regierungsassessor. Dann bricht er endgültig aus. Auf Vermittlung eines Verwandten zieht Oppenheim 1892 für ein halbes Jahr nach Kairo. Von hier aus will er die Welt des Orients erkunden. Sein einheimischer Sprachlehrer empfiehlt ihm, das europäische Hotel zu verlassen und Quartier im arabischen Teil Kairos zu nehmen. Oppenheim lebt unter den Ägyptern, lernt ihre Gebräuche und nimmt sich, nach arabischer Sitte, sogar eine Frau auf Zeit. So eine Bettdienerin, meist wegen Unfruchtbarkeit von ihren Ehemännern verstoßene Frauen, sei, so Oppenheim, der beste Lehrmeister für eine fremde Sprache. Es war schon sehr ungewöhnlich für jemand wie Oppenheim, unter den Eingeborenen zu leben, die deutschsprachige Gemeinde in Kairo zu verlassen, seinen Fuß in Viertel zu setzen, wo er nur auf Arabisch weiterkam. Irgendwie haben die meisten Europäer das damals wohl auch als ziemlich unpassend empfunden. Und für die europäischen Machthaber war es sowieso unerwünscht, wenn einer zum Einheimischen wurde. Oppenheim am Ufer des Euphrat, 1893. Um seine Kenntnisse weiter zu vertiefen, ist er zu einer Expedition ins Innere Syriens und nach Mesopotamien aufgebrochen. Von Beirut nach Damaskus, dann nach Norden in das Land zwischen Euphrat und Tigris, weiter nach Bagdad und bis nach Basra. 2000 Kilometer, über die Hälfte des Weges, hat kein Europäer vor ihm bereist. Oppenheim wird zum Experten für den Orient. Berlin 1896. Eine der ersten deutschen Filmaufnahmen. Seit 8 Jahren regiert hier Kaiser Wilhelm II. Ein neuer Schwerpunkt seiner Außenpolitik, der Orient. Oppenheim wittert Morgenluft und bewirbt sich erneut als Diplomat, diesmal mit Erfolg. 1897 wird er dem kaiserlichen Generalkonsulat in Kairo zugeordnet. Von dort aus soll er die islamische Welt beobachten. Oppenheim, hier als Begleiter beim Besuch des deutschen Kronprinzen in Ägypten, kommt bei den Einheimischen an. Er spricht ihre Sprache, achtet ihre Kultur und wird so zum Mittler zwischen den Welten. Max von Oppenheim war einer der Pioniere, auch in der deutsch-arabischen und deutsch-türkischen Zusammenarbeit und in dieser Hinsicht auch ein Vorbild für die Arbeit von heute. Oppenheims Villa liegt genau an der Grenze zwischen europäischem und altarabischem Viertel. Der Hausherr führt ein Doppelleben. Nach außen europäischer Diplomat. Im Inneren des Hauses lebt der Junggeselle im arabischen Stil. Rückblickend wird Oppenheim von seiner Zeit in Kairo als den schönsten 13 Jahren seines Lebens sprechen. Vom Diplomatengehalt allein kann er sich diesen Lebensstil nicht leisten. Der Vater unterstützt ihn mit umgerechnet 150.000 Euro im Jahr. So einer fällt auf. Die Leute haben ja vermutet, ein Mann mit unendlichen
Mitteln und er lebt nicht so wie die Diplomaten sonst, sondern er ist auf Reisen und er spricht auch noch die Sprachen und er bewegt sich unter den Eingeborenen und er ist ein Freund der Beduinen. Ja, ich meine, wer im diplomatischen Korps war damals durch eine Art Blutsbrüderschaft mit den obersten Stammesführern der Beduinen, stand unter deren besonderen Schutz. In Berlin weiß man das nicht zu schätzen. Als Diplomat kommt Oppenheim nicht mehr voran. Die antisemitischen Vorurteile leben weiter. Entnervt quittiert der Beobachter hier auf der Terrasse des Konsulats in Kairo 1910 seinen Dienst. »467 Berichte Oppenheims aus Kairo haben sich im Archiv des Auswärtigen Amtes erhalten. Zeugnisse seines tiefen Verständnisses für die arabische Welt. Sie werden bis heute gelesen. Es tut uns gut, wenn wir gerade in schwierigen Zeiten daran denken, dass wir kulturelle Trennlinien überwinden müssen, um gemeinsame Politik zu machen, auch mit Blick auf Frieden und Stabilität.« Mit 50 Jahren bricht Oppenheim auf zu neuen Ufern. An der Spitze einer Karawane macht er sich im Juli 1911 auf den Weg. 12 Jahre zuvor hat er auf dem Tel Halaf die Spuren einer antiken Metropole entdeckt. Jetzt will er die Ruinen ausgraben. Der Tel Halaf liegt fernab von jeder Zivilisation. Die Lebensbedingungen sind hart. Ein deutscher Archäologe, der Oppenheim begleitet hat, stirbt schon wenige Monate nach der Ankunft an Fleckfieber. Oppenheim selbst ist das Leben in der Wildnis gewohnt. Sein Diener ist immer dabei. Oppenheim hat ihn nicht nur in sein Zelt gerufen, hat dann gesagt, Anton, heute das und das und so weiter, nicht? Und als mal im Zelt oben an der Decke irgendeine Spinne oder so saß, da zog Oppenheim eine Pistole und schoss einfach die mit der Pistole da oben durch. Da hat Faller dann Angst gekriegt. Oppenheim gräbt am Tel Halaf auf eigene Kosten. Sein Vater unterstützt die Expedition mit 350.000 Mark, nach heutigem Wert fast 2 Millionen Euro. Im Archiv der Oppenheim-Bank werden die Grabungstagebücher aufbewahrt. 5. August 1911, der erste Eintrag. Nach erhaltener Erlaubnis, die Ausgrabungen beginnen zu dürfen, wird mit insgesamt etwa 10 Mann, bestehend aus Dienern und einigen Arabern, die Ausgrabung auf dem Berghügel nachmittag 6 Uhr begonnen. Der Baron hat sein Unternehmen generalstabsmäßig geplant. Eine Dunkelkammer, ein Feldtelefon und eine eigene Eisenbahn mit 800 Meter Schienen und 6 Loren stehen zur Verfügung. Eine Gruppe erfahrener deutscher Ausgräber garantiert für das hohe wissenschaftliche Niveau der Oppenheim-Expedition. Schon kurz nach der Ankunft legen sie Fragmente von einzigartigen Skulpturen frei, darunter das Oberteil eines bärtigen Mannes mit Waffe in rechter Hand. Oppenheim ist auf den Fürstenpalast der antiken Metropole gestoßen.